Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Heute ist schon Freitag. Es ist doch Freitag, oder? Ja. Ich bin ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Letzte Woche gab es keinen Weekly Vlog, weil mich hat es total erwischt. Ein ganz, ganz kleines bisschen hört man es auch noch, denn ich hatte so eine krasse Erkältung oder eher so eine Art grippalen Infekt. Also mich hat es echt total, ja, erwischt und so krass krank und erkältet und flach gelegen bin ich echt ewig nicht mehr. Ja, das musste ich erstmal überwinden und dann ist auch gar nichts passiert in dieser Woche, beziehungsweise waren echt anderthalb Wochen. Und jetzt heute ist so der erste Tag, wo ich sage, dass ich mich eigentlich so komplett wiederhergestellt fühle. Wir haben außerdem gerade so ein bisschen eine kleine Transition-Phase gefühlt, weil bei uns auch einige Änderungen anstanden, jobmäßig und so weiter, nicht direkt bei mir, aber ja, als Partner macht man das dann halt eben so mit. Und deswegen hatten wir die Woche so ein bisschen, ja, erstmal, weil wir beide krank waren, so eine Mischung aus, ja, nochmal irgendwie erholen und ja, sich einfach wieder komplett mit Energie versorgen, was am Anfang echt schwierig war, weil wir einfach nur, ja, geschnupft haben ohne Ende, versucht haben, so gesund wie möglich zu essen, keinen Sport machen konnten und so weiter und so weiter. Und jetzt eben, ja, nochmal ein paar der letzten freien Tage, ja, genießen von Philipp und versuchen da das Beste raus zu machen. Und dann nehme ich euch heute ein bisschen mit. Es gibt gleich Frühstück und dann geht's auf in die Stadt, das erste Mal mehr oder minder wieder. Ja, das erste Outing nach der, ja, Krankenphase und ich freue mich schon. Edo. Magst du mir kurz helfen? Mhm. Ich dachte, ich zeige euch kurz was. Ich habe nämlich eine riesengroße Pressesendung bekommen. Und zwar ist das hier dieses Paket von Pixie. Falls ruhig ein bisschen näher kommt, glaube, sonst sieht man nicht so viel. Vielleicht machen wir das sogar so. Dann kannst du so ein bisschen über die Schulter filmen. Und zwar ist das von Pixie bei Petra. Ich habe diese Kiste tatsächlich schon bei einigen YouTubern gesehen, bei UK-YouTubern. Und ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass ich eine bekommen habe. Und ich dachte, wir machen es einfach mal zusammen auf. Ich habe sie, wie gesagt, schon online bei anderen gesehen, deswegen weiß ich so ungefähr, was drin ist. Aber es ist natürlich schon der Oberhammer. Oh mein Gott. Das erste, was ich schon sehr oft eben gesehen habe, ist dieser Double Cleanse von Carolyn Hirons. Und zwar ist das nämlich die Vertreterin aus UK, die hier etwas beisteuern durfte. Von der Kooperation habe ich auch zuerst mitbekommen, unabhängig von den anderen. Und zwar ist das ein Cleansing Oil, was aber fest ist, also wie Kokosnussöl, wie ihr das kennt. Und da gab es sogar ein eigenes Event hier in UK und das fand ich da schon ganz interessant. Und es gibt aber noch mehr Kooperationen anscheinend hier mit Bloggern oder YouTubern. Unter anderem ist Judy Time und die Aspen Award heißt die. Und die hat hier Highlighter und Blushes und was hat sie hier noch? Mascara und so weiter. Es gibt hier noch eine Sculpting, also so Bronzer und Konturpuder-Geschichte mit Pinsel. Der Pinsel sieht auch sehr cool aus. Ich kann ihn hier rausholen. Also der sieht wirklich sehr interessant aus. Nur hier muss ich sagen, also unter Konturpuder habe ich mir farblich so ein bisschen was anderes vorgestellt. Also für mich ist das, glaube ich, alles zu dunkel. Hier gibt es eine Lippalette und eine Augenpalette. Auch die weiß ich noch nicht so recht. Also gerade die Lippenpalette ist für mich, glaube ich, naja, ich trage ja momentan eigentlich nie so dunkle Lippen. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob man sich das ungefähr vorstellen kann. Wobei heute würde das sogar ganz gut zu meinem Look passen, so eine etwas dunklere Lippe. Ja, ich freue mich aber auf jeden Fall am meisten über den Double Cleanse und über den Highlighter. Und werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist schon echt, wow, eine sehr, sehr coole Pressesendung. Die haben das jeweils mit Pixie eben entwickelt, die vier verschiedenen Blogger und YouTuber. Und es ist jetzt leider keine Pressemeldung dabei, aber so die wichtigsten Sachen stehen hier mit in der Box. Das ist halt das Witzige daran.
Und ja, ich mache sie nochmal auf und zu. Okay, den tue ich einfach mal kurz raus. Tada! Das ist schon echt sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir gehen aber jetzt los. Und die Box, mit der spiele ich nachher noch ein bisschen, wenn wir wieder zu Hause sind. Genau. Wir sind jetzt auf dem Heimweg, eigentlich schon fast wieder zu Hause. Irgendwie habe ich es nicht so richtig geschafft, neben den Schnittbildern auch mal zur Kamera zu sprechen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum eigentlich. Ich würde sagen, vielleicht erklären wir morgen oder übermorgen ein bisschen nochmal, was wir heute alles gemacht und gesehen haben, wenn das Licht dann ein bisschen besser ist. Weil es macht irgendwie immer nicht so richtig viel Sinn. Ja, finde ich. In Dunkelheit zu vloggen. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein paar ganz coole Sachen gesehen heute. Und vielleicht habe ich dann morgen irgendwann nochmal Zeit und Philipp hoffentlich dann auch, damit er euch vor allem ein bisschen was dazu erklären kann. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen nochmal wieder. Bis dann! Guten Morgen, ihr Lieben. Wow, die Sonne scheint total. Ich geselle mich hier gerade aufs Sofa. Ich koche gerade einen Tee. Und Isabella und ich sind jetzt verabredet zum Podcast aufnehmen. Wir haben gerade noch ein bisschen technische Schwierigkeiten und nehmen aber hoffentlich gleich auf. Ich wollte aber trotzdem schon mal ganz kurz ja, euch Hallo sagen. Und ja, Jimmy liegt hier auch. Hallo. Wir waren natürlich schon draußen, haben lecker gefrühstückt heute. Dann habe ich heute noch eine Yogastunde gebucht und dann habe ich noch eine ASOS-Bestellung ausgepackt. Und da ist sie auch schon. Das heißt, jetzt geht's los mit der Aufnahme. Schaut euch mal die Sonne an. Das ist so schön. Es ist jetzt schon total spät und ich muss mich langsam schon fürs Yoga fertig machen. Ich werde jetzt diese Farbe hier nochmal auffrischen auf den Zehennägeln. Und zwar ist es von Essie die Farbe Chastity. Ich glaube, so heißt die. Könnt ihr so sehen. Und die trage ich eben gerade auf den Füßen und ich frische die mal auf, damit es schön aussieht. Irgendwie fühle ich mich besser beim Yoga, wenn ich dann ja mir noch so ein bisschen Zeit genommen habe, irgendwie die Fußnägel nochmal schön zu machen oder ja mich einzucremen und so weiter vorher. Ja, dass ich mich halt gepflegt fühle. Und vielleicht mache ich mir auch noch was auf die Fingernägel. Mal gucken, wie es mit der Zeit reicht. So, ihr Lieben, ich dachte, ich zeige euch jetzt noch schnell mein Yoga-Outfit und muss jetzt auch gleich los. Ich versuche euch das mal so zu zeigen. Die Waschmaschine läuft und der Boden quietscht, aber das ist ja egal. So, diesen Body hier, den habe ich neu. Ja, und jetzt weiß ich gerade die Marke nicht. Ich gucke sofort nach. Der ist auch in meinem ASOS Haul, den ich noch hochladen werde. Der hat hier so Cutouts, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Aber ansonsten eben lange Ärmel und ist relativ warm aus so einem relativ dicken, gerippten Stoff. Finde ich aber ganz gut. Kann man sich gut drin bewegen. Dann trage ich dazu diese Nike-Hose. Die habe ich schon relativ lange.
Die ist aus so einem ganz schönen, dünnen, bequemen Stoff und geht eben auch relativ weit hoch. Hier zeichnet sich der Body ein bisschen ab, aber damit kann ich leben. Meine Haare habe ich zu so einem langen Zopf, damit die mich nicht nerven beim Yoga. Gerade habe ich noch Socken an, die ziehe ich dann aber aus, weil die sind relativ warm. Da ist Jimmy, der gleich enttäuscht sein wird, dass er nicht mitkommt. Und hier in meinem Rucksack habe ich noch ein Handtuch, eine Wasserflasche mit einem Jutebeutel, weil ich vermutlich danach noch einkaufen gehe. Und dann nehme ich noch mein Handy mit. Oh hier, das ist ja ganz ekelhaft hier. Mit meinem Kopfhörer. Und hier habe ich noch das Schildchen. Das ist die Marke Daisy Street, hieß das. Und steht hier noch Let's Hang. Ich glaube, das war Größe XS. Ich verlinke den euch aber unten in der Infobox. Und ich habe nämlich die Empfehlung von einigen von euch auf Twitter bekommen, dass Bodies eben gut sind beim Yoga, weil ich irgendwie immer Probleme habe, so das Richtige zu finden, was einem quasi nicht so über den Kopf hängt plötzlich bei bestimmten Posen. So, ich drehe euch mal noch kurz um. Mein Make-up, jetzt mal gucken, wo man das sehen kann. Ich habe nur diesen Bobbi Brown Pencil drauf, den Retouching Pencil, um so ein paar Stellen auszugleichen. Kein Concealer unter den Augen, so sehen meine Augen ohne Concealer aus. Dann habe ich ein ganz bisschen Bobbi Brown Retouching Powder in dem Pink drauf als Rouge und ein ganz bisschen was auf den Augenbrauen. Auf der Stirn habe ich nichts, ich habe auch kein Puder drauf, damit meine Poren nicht so verstopfen. Ich habe gerade hier und hier einen Pickel. Habe ich nur so ein bisschen von einem Retouching Pencil drauf gemacht und auch keinen Concealer. Einfach, weil ich das beim Sport halt nicht brauchen kann, aber so ein bisschen ausgleichen wollte ich es trotzdem. Ja, jetzt bin ich unscharf. Das ist mein Make-up für den Sport. Und hier könnt ihr nochmal das Chaos vor allem sehen. Vielleicht lieber mal so. Das ist der Body. Den zeige ich euch vielleicht nachher nochmal irgendwie. Und ja, sieht jetzt so nicht so super vorteilhaft aus, aber ist halt super schön eng. Und da habe ich mir noch die Nägel lackiert und die Fußnägel und jetzt fühle ich mich ready fürs Yoga und jetzt gehe ich los, weil sonst komme ich zu spät. Hallo zusammen, ich bin gerade im Bus und ich habe gestern nicht mehr gebloggt. Mich hat es total umgehauen, nachdem ich das Fest zu meiner. Ich fahre gerade zum Barbecue. Und ich spreche dann nochmal mit euch und erkläre euch, was wir da tun müssen. Wir sind jetzt im Barbican Center und wir sind in Kakteengarten. Ich denke, das ist der Kakteengarten. Und bisher ist es kein wirkliches Drawing-Meeting. Ich habe eh noch gar nicht erzählt, was wir machen. Fällt mir gerade ein, deswegen ist es auch egal. Es ist eher ein Instagram-Meeting. Mit dabei, Instagram-Queen. Ja. Und ja, wir haben gerade schon erfolgreich zwei Instagrams geschossen, die ihr wahrscheinlich dann schon gesehen habt. Und jetzt suchen wir den Mülleimer. Aufregend. Glamour. Glamour. You were a child crawling on your knees towards him, making mama so proud, but your voice is too loud. Like to watch you laughing, picking insects or plants. No time to think of consequences. Control yourself, take only what you need from me. A family out of trees wanted to be haunted. Water is warm, but it's giving me shivers. A baby is born, crying out for attention. Memories fade, like looking through a fog mirror. Decisions to decisions I made, not what I thought. This would hurt a lot, I guess not. Control yourself, take only what you need from me. Family out of trees wanted to be haunted. Control yourself, take only what you need from me. Family out of trees wanted to be haunted.
yourself. Take only what you need from me. A family out of trees wanted to be haunted. Auf dem Weg nach Hause. Im Barbican war es total cool. Es war so eine Art Drawing Meetup, The Drawing Club London von Emma Block. Ist auch eine Illustratorin hier. Die macht es mit einer anderen bekannten Illustratorin von ihr, mit der sie das sonst immer zu zweit gemacht hat. Also sich zum Kaffee trinken treffen, dann eben zeichnen und malen. Und wir waren im Barbican Center. Und da gibt es so ein Conservatory, das hat Estela Lund auch mal in ihrem Blog oder in einem Video sogar vorgestellt. Und es hat nur sonntags offen. Und in dem Teil des Barbicans war ich auch noch nie. Und es war für mich dann auch total cool. Und ja, Elinka und ich hatten echt viel, viel Spaß. Wir haben ein paar coole Fotos auch gemacht und haben dann noch eine kleine Bullet Journaling Session eingeschoben. Und jetzt habe ich gerade noch Kuchen besorgt bei einer meiner liebsten kleinen Bakeries, der so einen kleinen Tea Room. Oh je, jetzt hat es gerade ganz arg gewindet. Wahrscheinlich versteht ihr mich gar nicht gut. Für Philipp als kleine Überraschung. Der war nämlich zu Hause. Und ja, da gehe ich jetzt hin und überrasche den mit dem Kuchen. Ich habe einen Rosen-Pistazien-Kuchen gekauft, einen Carrot Cake und einen Banana Banoffee Cake. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, da freue ich mich jetzt auch drauf. Ich hatte auch noch keinen Kaffee heute. Oh je, jetzt windet es, deswegen bis gleich. Das sonntäglichste Ende von einem Vlog, das es haben könnte. Pizza. Jimmy, das ist meine Pizza. Und der Tatort. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Wochenende. Und ja, viel besser als das kann es nicht werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Jetzt erstmal Play drücken. Bis dann.